Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Briel und Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe. Einen stolzen Geburtstag feiert der KfD-Bezirk Salzkotten in diesem Jahr. Die KfD, das ist die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands. Seit nunmehr 60 Jahren vereint der Bezirksverband 11 KfD-Gemeinschaften mit etwa 2500 Mitgliedern. Im Rahmen dieses diamantenen Jubiläums trafen sich die engagierten Frauen nun zu einem Wortgottesdienst der ganz besonderen Art. Lass Neues wachsen, hieß das Motto, unter dem das Orga-Team alle Interessierten in die Erlebnisgärtnerei Beine eingeladen hatte. Vom Vorbereitungsteam her haben wir uns überlegt, dass wir gern für unsere Frauenkirche einen Ort wählen wollten, der ganz nah bei den Menschen ist, an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und das Gärtnern gehört natürlich dazu. Und deshalb sind wir in die Erlebnisgärtnerei Beine gegangen. Hinzu kommt, dass erst kürzlich mit der Wahl eines neuen Bezirksleitungsteams und der Gründung der Frauenkirche die Saat für neues Wachstum der Frauengemeinschaft gelegt wurde. Das Konzept der Frauenkirche gibt es schon auf Diözesanebene. Dort fanden die Veranstaltungen allerdings bisher immer in einer Kirche statt. Das Selzer Orga-Team hat jedoch bewusst Orte gewählt, die mit der Lebenswelt der Menschen zu tun haben, so wie die Erlebnisgärtnerei von Andreas Beine. Ziel ist es auch, Frauen anzusprechen, die der Kirche fernstehen, was aber nicht heißt, dass die Frauenkirche nicht auch einmal in einer Kirche stattfinden kann. Also Frauengottesdienst heißt, dass man besonders auf die Spiritualität von Frauen Rücksicht nimmt. Also wir haben versucht, ganzheitlich zu arbeiten, die Frauen zu ermutigen, sich selber einzubringen in den Gottesdienst. Wir werden einen Wandelgang machen, wo zu den Fürbitten zum Beispiel Samenkörner in eine große Saatschüssel gelegt werden. Und wir werden auch Lieder singen, wir werden tanzen und versuchen so, der Spiritualität von Frauen gerecht zu werden. Frauenkirche heißt aber nicht, dass die Gottesdienste ausschließlich für Frauen geöffnet sind. Männer waren explizit mit eingeladen, blieben aber deutlich in der Minderheit. Unter die knapp 160 Frauen mischten sich gerade einmal 2 Männer. Insgesamt fand das Konzept der Frauenkirche aber großen Anklang. Ich finde es sowieso schön, im freien Gottesdienst zu feiern, ist immer herrlich. Ist immer was ganz Besonderes. Und auch im Freien kann man auch Gott danken für seine Schöpfung und ist einfach immer was Besonderes. Also die Natur ist schon mal der Garten Gottes, keine Frage. Aber muffige Kirche, weiß ich nicht, kann man auch nicht so sagen, weil die Schwingungsfrequenz in einer Kirche ziemlich hoch ist, dadurch, dass viele Gebete da schon stattgefunden haben. Von daher ist es auch durchaus nicht zu verachten. Aber die Natur, wie gesagt, ist ja sozusagen der Altar Gottes. Perfekt heute. Das Wetter spielt mit. Super. Ja, ich finde das total klasse, dass wir auch mal außerhalb der Kirche was machen. Das ist total klasse. Man kann das ja nebeneinander herlaufen lassen. Einmal in der Kirche ist es schön und in der freien Natur ist es natürlich auch schön. Dank des großen Erfolgs der ersten Frauenkirche soll die Frauenkirche auch weiterhin stattfinden. Wenn es nach den Organisatorinnen geht, dann gerne an verschiedenen Orten des gesamten KfD-Bezirks Salzkotten. Zum Konzept gehört auch, dass im Anschluss Gelegenheit zu Austausch und zu einem kleinen Imbiss besteht. Ein gut angenommenes Angebot. Ein Open-Air-Gottesdienst in einer zauberhaften Kulisse. Eine tolle und nachahmenswerte Idee des KfD-Bezirks Salzkotten. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier.